Willkommen zu unserem neuen Video Wahrheit oder Pflicht. Ja, wir haben hier ganz viele Zettel reingetan. Und da steht Fragen oder Aufgaben. Noch als Hilfsmittel. Ja, aber wir haben auch so Fragen oder halt so Aufgaben gestellt, dass man den Begriff erklären muss. Genau. Ja, fangen wir mal an. Wer fängt an? Spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Eins, zwei, drei. Okay, ja. Wer fängt jetzt an? Du? Ich muss anfangen. Das ist einer von dir. Erkläre einen Begriff. Ja, das fängt schon gut an. Einen Begriff. Ah ja, die Wörter da, die da draufstehen, darf ich nicht mehr nennen. Ich tue es mal immer hier einblenden. Okay. Also ich finde sowas echt eklig. Es ist ein. Was? Das gibt's vieles. Es ist so komisch rund und braun und grau und ich hasse es. Das gibt es auch bei uns unten im Keller. Spinne. Also, nein, aber was anderes. Also, ich habe ja gesagt, es ist rund. Es hat Füße. Kerze. Ja! Oh. Hey, du darfst keinen Keller sagen. Nein! Scheiße! Also, nochmal einen Begriff. Nochmal einen? Okay, ja. Schlecht. Also, das haben wir auch gestern gemacht. Da waren wir mit der... Shakira spazieren? Nein. Oh. Am Morgens haben wir das gemacht. Fitness. Da sind wir. Richtig. Sport. Und was haben wir dort gemacht? Da haben wir unsere Muckis trainiert. Genau. Und wie heißt es dann? Also, was haben wir da gemacht? Muskeltraining? Nein, generell. Wie hieß das ganze Programm? Die Fitnessstudio. Nein, was wir da gemacht haben. Die eine Stunde. Was haben wir dort gemacht? Sport. Ein Training. Ja! Okay, jetzt hat sie erraten. Du hättest es viel einfacher erklären können. Ich bin ja auch nicht bekannt für meine Erklärkünste. So, okay, du bist der nächste Zettel. Okay, ich habe zum Glück einfach Andrea gezogen. Ich muss jetzt Pantomime machen. Naja, ist auch nicht viel besser. Ah, ich habe eins. Okay. Friseur, Haare schneiden, abschneiden, kein Friseur, Friseurstudio, Haare schneiden, ja, flechten, Haare, Frisur machen, kämmen, warum schneiden? Schneidest du deine Haare ab? Was macht sie dann? Zusammenpressen, ein Zopf, kletten, Kletteisen. Ja! Sie macht so. Ja, kletten! Ja, ich hab's geschafft! Okay, das ist gut. Also, nächster Zettel. Ich bin voll neugierig. Zeit für Pantomime! Was ist das? Brücke. Scheibenwischer. Winken. Schranke. Mhm. Der erste Teil. Schrankenleuchte. Schrankenflinker. Flinker. Schrankenlicht. Das ist schon mal gut, jetzt andersrum. Nicht Schrankenlicht. Lichtschranke. Ja! Lichtschranke. Okay. Der Andrea kann einfach nichts erklären. Zeitdruck. Das ist dein eigener Zettel. Ja. Die lustigste Story aus deinem Leben. Die lustigste Story war, Andrea hat einen Typen kennengelernt, den kannte sie so 3 Tage, aber die war schon mega gut mit ihm. Auf jeden Fall. Und Baby hat ihn zum ersten Mal kennengelernt an dem Tag. Auf jeden Fall sind wir zusammen ins Schwimmbad. Und ich und der, wir haben die ganze Zeit so uns gegenseitig so geärgert und so Witze erzählt und so. Nein. Und dann hat Andrea ihre Cap. Und der hat auch irgendwie so gemeint, ja, Baby, geh mal oder so, weil wir uns halt immer so gegenseitig aufgezogen haben. Dann habe ich halt die Cap genommen und habe die auf sein Gesicht geworfen und habe gesagt, du hast jetzt wortwörtlich gesagt, du bist so hässlich, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Das erste Mal, wo sie denn gelernt hat. Richtig krass. Also hat das Spaß, er hat es voll gefeiert, also alles gut. Stellt es eigentlich gerade, bei uns wird gesaugt. Ich weiß es nicht, aber sonst, we are sorry. Sorry for this. Haha, witzig! Zum Glück muss ich nicht singen. Nein! Sing ein kurzes Lied. Okay, was wollt ihr denn hören?
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier liege, schweigt das Telefon, Gerät. Ich kann das weiter nicht. Aber ich singe dafür noch ein englisches Lied. Das haben nämlich auch immer Musik gesungen. Lemon Tree. Genau. I'm sitting here in a boring room. It's just an honor rain Sunday afternoon. I'm driving my car, but I got nothing to do. I'm hanging around, but I'm waiting for you. But nothing never happened. And I wonder. I wonder how. I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. Stell eine Karte mit Pantomime. Wenn ihr. Da will ich angucken, was in sich das Wort war. James Bond. Pistole. Waffe. Kugel. Gefängnis, Handschellen, Verbrecher, Verteidiger, Polizei. Ja, Polizei! Hast du schon mal etwas gestohlen? Aha. Wenn ja, was? Wahrheit oder Pflicht? Ich habe in der Tat schon mal was gestohlen, aber ich muss halt überlegen, wo. Oder? Stimmt, darf man sowas sagen? Kann ich mal erzählen, gell? Ja, ich war klein und war mit meiner Cousine, waren wir in der Stadt. Vor zwei Wochen, nicht? Nein, schon länger her. Und dann haben wir, überlegt, was denn nicht piept, wenn man rausläuft. Dann haben wir gedacht, ja, Tester piepen nicht. Und dann haben wir einen Lippenstift geklaut. Also wir haben es so gemacht, wir haben den so, wir haben halt so den ausprobiert und dann haben wir ihn vergessen zurückzustellen und sind dann mit ihm rausgelaufen. Also brauchen wir nicht drauf stolz sein, nicht nachmachen. Ja, mach ein hässliches Bild und poste es. Das war so klar, dass ich das bekomme hier. Es muss richtig hässlich sein, das Bild. Naja, das ist echt nicht hässlich. Wie soll ich sonst hässlich machen? Zeig mal. Doppelkinn und alles. Ja, das kann man nehmen. So, wieder da. Gut. Benimm dich 2 Minuten wie ein Hund. Gut, stopp die Zeit. Ja. Schwarzen Hasen eine Liebeserklärung mit Heiratsantrag. Nein! Hallo, mein Süßer. Na, ich wollte dir schon immer mal sagen, ich liebe dich. Du bist meine unendliche Liebe. Wir kennen uns jetzt schon so lange, bestimmt ein Jahr. Und, so lange. Also, immer wenn ich nicht bei dir war, da habe ich mich irgendwie einsam gefühlt. Und deswegen bin ich gerade so froh, dass du auch bei unserem Video dabei bist. Und ich wollte dir eigentlich nur von aller Herzen sagen, dass ich dich liebe. Du bist so wunderschön. Dich muss man einfach lieben. Deswegen wollte ich dich fragen, willst du meine Frau werden? mein Mann werden? Ja. Ich glaube, die Antwort war nein. Willst du meine Frau werden? Okay. Ja, dann sag dir, Quäle. Mir, mein Schatzi. So. Das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Ja, und alles in die Kommentare, genau. Und folgt uns auf Snapchat, Instagram, und Facebook, Twitter. Überall. Unsere Adresse steht unten.